Der Löwen-Podcast. 13 Minuten Löwengeist für Ihr Ohr. Hallo liebe Löwen, in eurem Löwen-Podcast begrüßen wir euch wieder. 13 Minuten, immer am 13. des Monats. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört und das Thema Hören, das spielt heute eine ganz besondere Rolle bei uns. Er ist nämlich der Verantwortliche für den Bereich Hören, Hörgeräte, Hörakustik. Martin Huber. Martin, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo. Hallo. Martin, für jemanden wie dich, der mit dem Thema Hören so bewusst zu tun hat, der das Thema jeden Tag in seinem Arbeitsumfeld hat, wie bewusst hörst du denn? Da gibt es ja so viele Nuancen in diesem Thema. Ja, natürlich, wenn man so eng mit dem Thema Hören verbunden ist, wie ich es bin, ist man schon ein bisschen vorsichtiger beim Thema Hören. Was Geräuschkulisse und so weiter betrifft, ich versuche meinem Ohr entsprechende Hörpausen zu geben und habe auch natürlich im ersten Moment gleich einmal reagiert, wie ich gemerkt habe, dass ich Anzeichen für Hörbeeinträchtigungen habe und trage deswegen auch schon selbst seit 5 Jahren Hörgeräte. Der Löwen-Podcast, den Löwengeist im Ohr. Das heißt, wann hast du erkannt, dass du Hörgerät brauchst und wie ist da der Prozess gewesen? Eben genau die klassischen Anzeichen, dass man das Telefon nicht gleich hört, dass man in Gesellschaft, wenn man gemeinsam zusammensitzt, nicht mehr alles versteht. Ja, und nachdem ich als Hörgeräteakustiker auch weiß, was das bedeutet, langfristig gesehen, nämlich, dass man eben Hören verlernen kann, weil es ja ein Prozess ist, der im Gehirn stattfindet, habe ich dann natürlich sofort darauf reagiert und bin auch wirklich zum HNO-Arzt gegangen, habe meine Verordnung geholt und habe mir meine Hörgeräte anpassen lassen. Der Löwen-Podcast. 13 Minuten Löwengeist, immer neu am 13. des Monats. In der Firma Hartlauer, wir sind hier im Bereich Hörakustik. Du hast mir gerade alles gezeigt. Das ist hochtechnisch, hochspannend hier. Wie läuft das ab, wenn jemand zum Hartlauer ins Geschäft kommt und sagt, ich habe beim Hören einfach Probleme? Also ganz, ganz wichtig ist bei uns, dass der Hörgeräteakustiker mit dem Betroffenen eine Vertrauensbasis aufbaut. Das Thema Vertrauen ist hier in der Zusammenarbeit zwischen dem Hörgeräteakustik und den Betroffenen insofern ganz wichtig, weil es ja kein reiner Kaufprozess ist. Ich kaufe mir ja nicht nur ein Hörgerät, sondern es ist ja ein Therapieprozess. Der Anpassprozess dauert Zeit, hier muss Vertrauen aufgebaut werden, damit der Kunde auch mitarbeitet, weil wir können als Hörgeräteakustiker nur das Produkt zur Verfügung stellen, wir können es bestmöglich anpassen, bis hin in das Innenohr, aber die sogenannte berühmte letzte Meile, die muss der Kunde selber gehen. Er muss eben schauen, dass er mit dem Hörgerät trainiert, mit dem Hörgerät arbeitet und mit dem Hörgerät wieder hören lernt. Du sprichst es auch an, also das ist jetzt nicht so, als würde man sich ein neues Handy kaufen. Hörgeräte oder Hörakustiker sind angesprochen. Wie viele arbeiten bei euch im Team und wie wird man das überhaupt? Also in der Zwischenzeit, die Säule hat sich ja in den letzten 25 Jahren sehr, sehr gut entwickelt und wir sind ein richtig großer Bestandteil des Unternehmens geworden und wir sind in der Zwischenzeit über 300 Personen, die im Bereich der Hörgeräte direkt arbeiten, wovon auch in der Zwischenzeit fast 100 Mitarbeiter eine Meisterausbildung haben. Der Hörgeräteberuf als solches ist ja ein Handwerksberuf, ein Lehrberuf, der nach 3-jähriger Lehrausbildung bzw. Ausbildung am 2. Bildungsweg nach 2 Jahren mit der Gesellenprüfung abschließt und darüber hinaus dann eine weitere 2-jährige Ausbildung ermöglicht hin zum Meister. Wir haben ungefähr 40 Mitarbeiter sind wir unten in Graz in der Hörgerätefertigung. Wir haben eine eigene Produktion und Herstellung von Hörgeräte-Otoplastiken. Das sind die Ankoppelungspassstücke, die mit dem Hörgerät verbunden sind und an den Gehörgang angepasst werden. Und wir haben im Verkaufsteam draußen 4 Optik-Hörgeräte-Verkaufsleiter, die Verkaufsunterstützung machen. Und in den letzten Jahren haben wir aufgebaut ein eigenes Coaching-Fachteam, ein Fachcoaching-Team, 4 Leute, die sowohl noch im Geschäft am Kunden arbeiten, aber auch die anderen Hörgeräteakustiker draußen in den Geschäften betreuen, gemeinsam mit einem Schulungsleiter, der hier dann in der Akademie mit diesen 4 Leuten die Ausbildung unserer Hörgeräteakustiker vornimmt. Der Löwen-Podcast. Begeisterung und Leidenschaft im Ohr. Wahnsinn, Wahnsinn, was da alles dahinter steckt. Noch einmal ganz kurz zurück zu dem Prozess. Ich komme rein ins Geschäft und sage, ich habe ein Problem beim Hören. Bis dann richtig das Gerät gefunden wurde und bis richtig damit trainiert wurde, wie lange dauert sowas?
Also der erste Termin dauert so circa 2 Stunden, weil hier wird wirklich alles mit dem Kunden besprochen, was ihn in seinem Alltag, in seinem Höralltag wichtig ist, was ihn betrifft, weil das ist ganz wesentlich, dass da auch die entsprechende Technologie von Hörgeräten an den Kunden richtig ausgewählt wird. Und hier haben wir auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit gefunden, den Kunden bereits in diesem ersten Gespräch und in diesem ersten Prozess die unterschiedlichen Technologien kennenzulernen. Wir haben hier einen Demo-Kopfhörer, wo der Hörgeräteträger, aber auch der Angehörige zum Beispiel unterschiedliche Hörgerätetechnologien sich anhören kann und gleich mal die Vorteile von Premium-Hörgeräten gegenüber Komfort-Hörgeräten erkennen kann, weil nichts ist so wichtig, wie dass der Kunde ein gutes Gefühl hat dabei, dass er sich für das richtige Produkt entscheidet. Die ganzen übrigen Sachen wie eine Messung, die dazugehören, um wirklich auch die Hörleistung, die fehlende, zu erkennen, beziehungsweise eben dann auch das Hörgerät dementsprechend anzupassen. Das sind dann die weiteren Schritte. Und dann kommt zum Schluss noch eine Ohrabformung, weil ja das Hörgerät bestmöglich auch an den Gehörgang angepasst werden muss. Und diese Ohrabformung wird im Hörstudio durchgeführt vom Hörgeräteakustiker und nach Graz geschickt, wo dann das gesamte Hörsystem gefertigt wird. Und dann folgt der gesamte Prozess der Anpassung. Und das ist wie, muss man sich vorstellen, wie so eine Therapie, ja, wo auch der Kunde immer mitarbeiten muss, wo der Kunde zu Hause arbeiten muss. Und diesen langen Weg, sage ich mal, den muss dann der Kunde gemeinsam mit dem Hörgeräteakustiker gehen. Wir zeigen dem Kunden einmal, wo der Gipfel ist, wo er hin kann. Das ist natürlich meistens dann noch viel zu laut und viel zu anstrengend für den Kunden. Und dann geht man da wieder ein Stückchen zurück und dann den Weg hinauf auf den Berg bis hin zum Gipfel. Der Löwen-Podcast. 13 Minuten Innovationsgeist für Ihr Ohr. Was mich interessiert, Martin, du hast die Technologien angesprochen. Du sagst, die richtige Technologie, das ist ganz, ganz wichtig. Was sind das für unterschiedliche Technologien, die es da gibt? Also grundsätzlich gibt es einmal, wie bei einem Auto, ja, das ja auch die Aufgabe hat, von A nach B jemanden zu führen, verschiedene Komfortstufen in einem Auto. Und das kann man sich beim Hörgerät auch so vorstellen. Das Hörgerät hat die Aufgabe, grundsätzlich einmal wieder das Hören so weit zu verstärken, dass man auch verstehen kann. Und da gibt es dann für die unterschiedlichen Technologien einfach zusätzliche Feature, die halt in gewissen Störgeräuschsituationen die Geräusche noch besser reduzieren und die Sprache noch etwas mehr anheben, beziehungsweise gibt es dann auch über das Ganze hinaus Technologien, die über das Hörgerät weiter hinausgehen. Das heißt, nicht nur mehr das Hörgerät als Hörgerät darstellen, sondern auch eventuell einen Gesundheitsaspekt hineinbringen. Wir haben hier Hörgeräte mit künstlicher Intelligenz und Bewegungssensoren. Da zeichnet das Hörgerät auch gewisse Bewegungen auf, Tracking von Fitness und so weiter, wie viele Schritte ist man gegangen. Das Hörgerät zeichnet auch auf, was man so am Tag über gehört hat. Hat man sein Gehirn ausreichend trainiert? Ja, und diese gesundheitlichen Aspekte kommen hier noch dazu. Dieses Hörgerät durch den Bewegungssensor kann auch einen Fall, einen Sturz zum Beispiel erkennen und hier einen gewissen Sicherheitsaspekt noch bringen. Wenn also die Person, die Hörgeräte trägt, stürzt, würde eine Angehörigenperson oder eine vorher definierte Notfallperson informiert werden, Achtung, der Hörgeräteträger ist gestürzt. Ja. Das ist gerade im Bereich Hörgeräte schon ein Sicherheitsaspekt, weil Hörgeräteträger meistens auch ein bisschen Gleichgewichtsstörungen haben. Gleichgewichtsorgan und Hörorgan liegen ja unmittelbar zusammen. Die sind ja miteinander verbunden und Hörbeeinträchtigung geht oft her auch mit Gleichgewichtsbeeinträchtigungen. Und da ist das schon ein sehr großer Sicherheitsaspekt. Andere Geräte wiederum, die Hybridtechnik zum Beispiel unterstützen, das heißt jetzt nicht, dass sie unterschiedliche Antriebe haben wie beim Auto, aber sie verbinden auch zwei Welten ineinander, nämlich einmal die Sprachwelt. Ja, die Sprache ist etwas anders zu bearbeiten in der Digitaltechnik als die Geräusche drumherum. Und da gibt es zwei verschiedene Prozessortypen bzw. Verarbeitungstypen, die diese Geräusche unterschiedlich verarbeiten und daher dann das perfekte Signal zusammenführen. Der Löwen-Podcast, den Löwengeist im Ohr. Super interessant und wie gesagt, Wahnsinn, was da alles an Technologie mittlerweile drinnen steckt. Du hast ja schon gesagt, es ist eine wichtige Säule, die Säule Hörgeräte bei Hartlauer. Worauf bist du denn hier persönlich besonders stolz?
Ich bin eigentlich richtig stolz auf unseren Qualitätsanspruch. Wir haben uns von Anfang an eigentlich dazu bekannt, kompromisslos in der Qualität zu sein. Wir haben immer gesagt, wir wollen die bestmögliche Technologie anbieten für unsere Hörgerätekunden. Wir wollen aber auch die bestmögliche Anpassmethodik anbieten und wir wollen die best ausgebildeten Hörgeräteakustiker haben. Und das ist uns, glaube ich, in den letzten 25 Jahren wirklich gelungen, dass wir hier einen Standard gesetzt haben, sowohl in der Anpassung wie auch in der Kundenbetreuung. Und dieser Erfolg macht sich jetzt einfach auch bezahlt. Der Löwen-Podcast. 13 Minuten. Immer neu am 13. des Monats. Der Beruf des Hörgeräteakustikers. Was ist spannend dran? Was sind da die Herausforderungen und was ist das Schöne an dem Beruf? Ich sage immer, der Beruf des Hörgeräteakustikers verbindet vier Berufe in sich. Ich brauche gewisses medizinisches Grundverständnis zum Thema Gesundheit, zum Thema Anatomie, zum Thema allgemeine Medizin. Ich muss mich ja auch mit einem Facharzt eventuell über Problematiken unterhalten können. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Themenbereich ist die ganze Technik. Ja. Ich habe jetzt viel erzählt von Möglichkeiten. Das heißt, man muss ein bisschen ein technisches Verständnis haben. Ja. Sei es jetzt von der Messtechnik her, sei es von der Gerätetechnik her. Man muss, und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt im Hörgerätebereich, man hat es mit hörbeeinträchtigten, betroffenen Personen zu tun, die ein Problem haben. Ja. Dieses Problem ist kein besonders angenehmes Problem. Ja. Das heißt, man muss auch sehr Psychologe sein und hier auf diese Thematik eingehen und eben das Thema Vertrauen aufbauen. Und der vierte Beruf, den es braucht, schließlich und endlich, das Hörgerät muss verkauft werden, er muss ein Verkäufer sein. Ja? Und diese Abwechslung finde ich so spannend in diesem Beruf. Und es ist auch gar nicht notwendig, dass ich in allen vier Bereichen perfekt bin. Ja? Der eine verkauft seine Hörgeräte, weil er ein guter Verkäufer ist, der andere verkauft die Hörgeräte gut, weil er ein guter Psychologe ist, ja? Und weil die Leute gern zu ihm kommen und sich austauschen mit ihm. Der andere verkauft gut Hörgeräte, weil er ein perfekter Techniker ist und jedem einfach alles zeigen kann und bis ins letzte Detail erklären kann und dann der vierte macht es über die Medizin. Ja. Also ich habe mehrere Ansatzpunkte, die ich hier verwenden kann, um in diesen Beruf einzusteigen. Aber es muss einem klar sein, dass man in diesen vier Bereichen auf jeden Fall sich weiterentwickeln und weiterbilden muss. Der Löwen-Podcast. Herausforderungen mit Begeisterung meistern. Martin, du hast schon so viel gesprochen, so viel uns mitgenommen in diese Technik. Wohin geht denn die Reise, auch speziell jetzt im Bereich Hörgerät? Das ist eine der spannendsten Fragen, die gesamte Hörgerätebranche weltweit eigentlich so ein bisschen in Kribbeln versetzt, ja, weil man nicht genau weiß, wohin die Reise wirklich geht. Derzeit ist das Hörgerät ja definitiv ein Medizinprodukt, ja, ein Gesundheitsprodukt und wird halt leider Gottes auch noch als dieses gesehen. Auf der anderen Seite steckt ja in dem Hörgerät schon unheimlich viel Technik drinnen, ja. Ich habe schon erzählt, dass man das mit dem Handy verbinden kann, dass man das mit diversen anderen externen Geräten verbinden kann und auch die Hörgeräteindustrie hier immer mehr versucht, das Gerät als universelles Kommunikationsgerät einzusetzen. Und die spannende Frage wird einfach sein, wann kommt dieser große Umbruch, dass es von dem medizinischen Hörgerät hinkommt zu diesem Kommunikationsgerät, das vielleicht dann auch ein bisschen in die breite Masse hinausgeht. Martin, wir könnten ewig weitersprechen, müssen auf jeden Fall, glaube ich, noch eine Folge aufzeichnen, irgendwann einmal und bei diesem Thema weitermachen, weil so viel drinnen steckt. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du uns mit eintauchen hast lassen in diesen ganz, ganz spannenden Bereich. Danke, Martin. Danke, gerne. Liebe Löwen, das war's für dieses Mal. Ich freue mich auf den nächsten 13., auf den nächsten Löwen-Podcast. Macht's es gut. Bis dann. Der Löwen-Podcast. Das Wichtigste noch einmal am Schluss. Das Thema Vertrauen ist hier in der Zusammenarbeit zwischen dem Hörgerät, der Akustik und den Betroffenen insofern ganz wichtig, weil es ja kein reiner Kaufprozess ist, sondern es ist ja ein Therapieprozess. Der Anpassprozess dauert Zeit. Hier muss Vertrauen aufgebaut werden. Dieses Hörgerät durch den Bewegungssensor kann auch einen Fall, einen Sturz zum Beispiel erkennen. Wenn also die Person, die Hörgeräte trägt, stürzt, würde eine Angehörigenperson oder eine vorher definierte Notfallperson informiert werden. Wir wollen die bestmögliche Technologie anbieten für unsere Hörgerätekunden. Wir wollen aber auch die bestmögliche Anpassmethodik anbieten und wir wollen die best ausgebildeten Hörgeräteakustiker haben. Der Löwen-Podcast. Bis zum nächsten Mal, liebe Löwen.